der Atombombe. Unser Albtraum. Es geht hier darum, dass wir nicht akzeptieren können, dass die iranische Regierung nach der Atombombe greift. Das Gesicht ist freundlicher geworden, die Parolen nicht. Wir haben für die deutsche Seite deutlich gemacht, dass wir, wenn die Reaktion des Iran sich nicht verändern, an umfassenden Sanktionen mitarbeiten werden. Iran hat sich nicht verändert, die Sanktionen sind beschlossen, aber die Geschäfte laufen weiter. In Geheimdienstunterlagen entdecken wir kriminelle Machenschaften, trickreiche legale Umwege und eine große Grauzone. Für 2,5 Milliarden Euro haben deutsche Firmen 2012 offiziell Waren in den Iran geliefert. Wir wollen wissen, wie ist das möglich? Und stimmen die offiziellen Zahlen? Es geht um den Iranhandel Ihres Unternehmens und Verblüffend. Trotz Sanktionen fördert die Politik diesen Handel. Die deutsche iranische Handelskammer, die von der Bundesregierung finanziert wird. Ungewöhnlich finden wir, wie geheimnisvoll die halbstaatliche Kammer arbeitet. In ihrem Infobrief geht sie offen davon aus, dass es indirekte Einfuhren aus Deutschland gibt. Die Liste der deutschen Firmen wird lieber diskret gehalten. Warum? Gibt es also einen heimlichen Handel? Wir beginnen unsere Suche in Hamburg, dem wichtigsten deutschen Exporthafen, auch für den Iranhandel. Im Herbst 2012 hat die EU die Sanktionen drastisch verschärft. Verboten sind seither alle auch militärisch nutzbaren Waren, Exporte für die Öl- und Gasindustrie und jeglicher Handel mit den Revolutionsgarden. 3,8 Millionen Container verlassen jedes Jahr den Hafen ins Ausland. Kann der Zoll den Inhalt da überhaupt kontrollieren? Und weiß er, wo die Fracht letztlich landet? Wie gut sind die Kontrollen, wollen wir von Zollamtsleiter Manfred Lindloff wissen. Letztendlich ist es immer eine Frage der Plausibilität. Wie gut ist die Anmeldung? Wie gut sind Sie in der Lage, etwas zu verheimlichen oder nicht? Also wenn wir eine entsprechende Anmeldung haben, haben wir erstmal davon auszugehen, dass diese Anmeldung richtig ist. Natürlich ist es so, wenn die Ware verladen ist und das Seeschiff das Gebiet der EU verlassen hat, dann liegt nichts mehr in unserer Hand. Mit anderen Worten, wenn eine Lieferung auf dem Papier in Ordnung ist, dann wird der Container nicht kontrolliert. Und außerdem, ein Großteil der Waren gehe über Umwege in den Iran, erfahren wir. Zum Beispiel über die Türkei. Wir fahren also nach Istanbul. In den vergangenen beiden Jahren haben sich 4000 neue iranische Firmen allein in Istanbul niedergelassen. Über die Rolle der Türkei als Transitland wollen die offiziellen Stellen nicht mit uns reden. Wir besuchen daher einen Journalisten. Nedim Şener recherchiert seit Jahren zu diesem Thema. Der Iran benutzt die Türkei bei der Beschaffung für sein Atomprogramm als Brücke. Nukleartechnologie aus Deutschland oder Italien, selbst aus den USA, wird direkt oder über den Umweg Russland in die Türkei importiert und dann von hier weiter in den Iran geschleust. Der türkische Zoll ermittelt auch. Aber an der Grenze gibt es viel zu wenig Zöllner, um das wirkungsvoll zu kontrollieren. Wir wollen sehen, ob tatsächlich Waren in den Iran geschmuggelt werden und fahren weiter in den Osten ins kurdische Grenzgebiet. Die Grenze zwischen der Türkei und dem Iran ist 500 Kilometer lang. Dies ist eine von drei Stellen, die noch offen sind. Heute werden rund 100 Lkw die Woche abgefertigt. Früher waren es fünfmal so viel, erfahren wir. Überwacht die Türkei die Sanktionen also doch so strikt, wie sie es versprochen hat? In der kleinen Grenzstadt Yüksekova fallen uns die vielen Luxusautos auf. Die Menschen leben hier offensichtlich gut. Nur wovon? Wir sollen in die Berge fahren, sagt man uns. Da würden wir schon sehen. Und wirklich, am helllichten Tag
finden wir Grenzbewohner, die eifrig Kisten vom LKW auf Maulesel umladen. Unter den Augen des türkischen Militärs, das sich offenbar nicht weiter dafür interessiert. Die kurdischen Schmuggler reden ganz offen über ihre Geschäfte. Nur gezeigt werden wollen sie nicht. Das Iran-Embargo interessiert uns nicht, erzählt er uns. Wir verkaufen Waren aus der Türkei, Italien, Deutschland, aus aller Herren Länder in den Iran. Und wir können das ganz ungestört tun. Im Iran sind vor allem deutsche Marken heiß begehrt. Das lässt sich bei einem kurzen Blick in die Kisten leicht erkennen. Heute sind es Konsumgüter, Computer, Autoteile. Aber wir finden auch Maschinenteile. Wofür die gut sind, wissen die Schmuggler selbst nicht. Es interessiert sie auch nicht. Sie bringen alles rüber, was ein Maulesel tragen kann. Ein einträgliches Geschäft. Das ganze Dorf macht das so, erzählt er. Und das nicht nur hier. Es gibt etwa 1000 Dörfer an der Grenze und alle leben von diesem Iranhandel. Heute sind es nur ein paar Maulesel. Doch es gibt Tage, da sollen hier ganze Karawanen mit mehreren hundert Tieren über die Berge ziehen. Wir fahren zurück nach Istanbul. Von hier aus wird der Schmuggel organisiert. Unser Ziel? Eine Straße im Stadtteil Fatih, die fest in iranischer Hand ist. Laden an Laden. Wir erhalten einen Tipp. Hier soll sich ein Geschäftsmann aufhalten, gegen den der Generalbundesanwalt strafrechtlich ermittelt. Der Vorwurf? Er soll seinem iranischen Kompagnon geholfen haben, Atomtechnik in den Iran zu schmuggeln. In Deutschland wird er deswegen gesucht. Wir finden sein Übersetzungsbüro und drehen mit versteckter Kamera. Aufgeregt beteuert er seine Unschuld und sagt, dass er selbst reingelegt worden sei. Ja, ich kenne diesen Iraner, erzählt er uns. Der kam eines Tages in mein Büro spaziert. Guten Tag. Legt seinen Pass auf den Tisch, den wir hier übersetzen sollen. Dabei sind wir ins Gespräch gekommen, ganz normal. Bist du Iraner? Ja, ich bin auch Iraner, sage ich. Ich sagte dann zu ihm, herzlich willkommen. Das war der Anfang unserer Geschäftsbeziehungen. Er erzählt uns, er habe mit dem Iraner eine Im- und Exportfirma gegründet. Wir fragen nach. Und genau über diese Firma soll auch der Schmuggel der Ventile für die Atomanlage gelaufen sein. Nein, meine Herren, nein. Ich weiß nichts über diese Sache. Verstehen Sie mich? Ich weiß gar nichts. Woher soll ich denn wissen, was dieser Mann macht oder nicht? Davon kann ich doch keine Ahnung haben. Das ist ein Einzelfall und klar illegal. Jetzt aber erfahren wir von einem Deal aus der Grauzone. Und der ist viel größer. Wir werden in eine Tiefgarage bestellt. Dort wartet ein Geheimdienstinformant, der uns brisante Informationen übergibt. Wir erhalten ein ganzes Paket Unterlagen und viele Computerdateien. Beim Durchsehen der Unterlagen stellen wir fest, es handelt sich um Geschäftspapiere. Iranische und deutsche. Sie alle betreffen ein großes Projekt. Es geht um eine Gaspipeline zur Erschließung von South Pars, dem größten Gasfeld der Erde. Für die Iraner ein enorm wichtiges Projekt. Im Iran hat die Firma Sepanir die Fäden in der Hand. Das Problem? Diese Firma Sepanir gehört den Revolutionsgarden. Deshalb verbieten die Sanktionen westlichen Firmen, Verträge mit Sepanir abzuschließen. In den Unterlagen sehen wir, wie trickreich die Iraner vorgehen. Sie gründen einfach eine neue Firma, Petrokish. Anhand von Visitenkarten stellen wir fest, die Manager von Petrokish sind dieselben wie bei Sepanir. Zum Beispiel ein Herr Gorkani. Und dann eine faustdicke Überraschung. Derselbe Herr Gorkani taucht mit einer Geschäftsadresse bei der deutschen Firma Hansa Group in Duisburg auf. Wir fahren nach Duisburg. Um was für ein Unternehmen handelt es sich? Hansa ist ein mittelständischer Betrieb, 650 Mitarbeiter. Chef ist ein Deutsch-Iraner. Und was stellt Hansa her?
Waschpulver. Und was hat das mit einer Gaspipeline zu tun? Und warum hat Hansa so enge Verbindungen zu den Revolutionsgarden? Auf unsere Interviewanfrage gibt es eine freundliche Absage. Anhand unserer Unterlagen versuchen wir, das Geschäft zu rekonstruieren. Das heißt, um natürlich Geschäfte in Deutschland zu machen, brauchst du natürlich einen Geschäftspartner in Deutschland. Am besten eine Firma mit einer Tradition, wie eben die Hansa Group. Und Hansa arbeitet aufs Engste mit Petrokisch zusammen. Aber die Leute, die bei Petrokisch und Sepania arbeiten, wo wir die Namensgleichheiten haben, tauchen auch in Hansa bei der Hansa Group in Duisburg auf. Und das ist ja relativ bemerkenswert. Und Hansa geht dann hin und vergibt in Deutschland Aufträge an deutsche Industrieunternehmen, nämlich Minimax, Samson und dann auch Dräger. Die Firma Dräger in Lübeck stellt Sicherheitstechnik her. In unseren Unterlagen haben wir gesehen, dass 2011 Hansa bei Dräger Brand- und Gasmelder bestellt hat. Wir wollen wissen, ob Dräger auch geliefert hat. Am Telefon erfahren wir, dass Hansa zwar für grünes Licht bei der deutschen Exportkontrolle gesorgt habe, aber den Dräger-Managern sei aufgefallen, dass auf diesen Bescheiden andere Produkte angegeben gewesen seien, als tatsächlich geliefert werden sollten. Würden Sie uns das auch in einem Interview erzählen? Lieber nicht vor der Kamera erzählen. Wir schreiben also an das Bundesamt für Exportkontrolle, kurz BAFA. Stimmt es, dass bei diesem Geschäft nicht mit offenen Karten gespielt wurde? Wir wollen mehr über die Rolle von Hansa erfahren. Und wir fragen, wie überhaupt sichergestellt wird, dass auch das geliefert wird, was genehmigt wurde. Für die Kontrollen der tatsächlich ausgeführten Waren sei der Zoll zuständig, schreibt man uns, und speist uns weiter mit der Auskunft ab, dass sich die Bearbeitung von Exportanträgen nach den Gesetzen richtet. Zu Einzelfällen keine Auskunft. Also versuchen wir, die Rolle der Hansa zu verstehen. Hansa ist sozusagen der Lieferant, der Haus- und Hoflieferant von Petrokisch und bestellt dann bei kleinen mittelständischen Betrieben halt die Materialien und sorgt dann halt sozusagen als Auftraggeber dafür, dass es zum Endabnehmer in den Iran gebracht wird. Das ist ja eine ziemlich geschickte Rolle, die Hansa da spielt. Also als Scharnier zwischen dem Iran und den deutschen Industrieunternehmen. Bei Hansa ist man jetzt offenbar aufgeschreckt und wir erhalten eine E-Mail. Selbstverständlich halte man sich an alle Sanktionen und wolle auch keine neuen Aufträge aus dem Iran mehr annehmen. Wir wollen wissen, ob es sich bei diesem Geschäft um einen einmaligen Vorgang handelt und skypen mit Emanuele Ottolenghi in Washington. Er arbeitet für eine amerikanische Stiftung und ist der führende Experte für den deutschen Iranhandel, der in den USA schon länger kritisch gesehen wird. Das iranische Regime bedient sich schon seit langem Exil-Iranern, die in Deutschland leben. Vorzugsweise solchen mit doppelter Staatsbürgerschaft. Das erzeugt weniger Verdacht, wenn eine Firma, die in Deutschland ansässig ist, Technologie bei einer anderen deutschen Firma bestellt. Und außerdem umgeht man so die Sanktionen bei der Bezahlung, wenn man eine deutsche Firma benutzt. Das bringt extrem viele Vorteile für die Iraner. Auf diesen Finanzierungsvorteil stoßen wir auch in unseren Unterlagen zum Hansa-Deal. Das gesamte Geschäft wurde von mehreren deutschen Banken finanziell abgesichert. Mit dabei die Deutsche Bank. Die vergibt für diesen Deal Kreditbürgschaften in Millionenhöhe. Die Verträge sind in Englisch abgefasst. Gerichtsstandort ist Genf. Die Deutsche Bank hat 2007 schon verkündet, sie wolle freiwillig keine Geschäfte mehr mit dem Iran finanzieren. Wie verträgt sich das mit diesem Deal? Und weshalb wählt man einen ausländischen Gerichtsstandort? Am Telefon sagt uns der Sprecher der Bank, es handele sich um ein ganz normales Geschäft, bei dem eine Duisburger Waschpulverfirma Technologie für eine Gaspipeline bei anderen deutschen Unternehmen kauft. Und schriftlich lässt uns die Deutsche Bank wissen, sie sehe das als reine Inlandsgeschäfte. Reine Inlandsgeschäfte mit Gerichtsstandort Genf?
Wir lernen also, wie mit Hilfe einer verschachtelten Konstruktion am Ende aus einem verbotenen Handel mit iranischen Revolutionsgarden formal ein rein innerdeutsches Geschäft wird. Mit dem Sinn der Sanktionen, das iranische Regime wirtschaftlich zu schwächen, hat das nichts mehr zu tun. Politisch fragwürdig. Aber ist es denn legal? Wir fahren nach Köln zum Zollkriminalamt. Die Fahnder dort kennen sich aus mit dem Iran-Geschäft. 3/4 der Ermittlungsfälle im Exportbereich betreffen den Iran, erzählt uns der Pressesprecher. Wir zeigen ihm unsere Recherchen über das Geschäft für die iranische Gaspipeline. Er möchte den Fall selbst nicht rechtlich bewerten, aber allgemein sagt er uns: Das Modell ist uns nicht so ganz unbekannt. Also ich denke, dass sie da schon an manchen illegalen Geschäften ganz gut dran sind. Und wie gesagt, diese Verschleierungsmethoden sind leider in unseren Ermittlungsverfahren sehr häufig an der Tagesordnung. Was heißt das? Stoßen Sie an Grenzen? Also es wird für uns schwieriger, je weit verzweigter das Netz der Akteure ist. In der Asservatenkammer zeigt uns Wolfgang Schmitz auch, wie schwierig es für den Zoll ist, verbotene von legalen Exportgütern zu unterscheiden. Diese Rohre sehen auf den ersten Blick völlig harmlos aus. Im Iran braucht man aber genau diese Spezialrohre zur Urananreicherung für das Atomprogramm. Aber kontrolliert der Zoll nicht jede dieser Lieferungen, so wie es uns das Bundesamt für Exportkontrolle gesagt hatte? Es ist auch nicht so, dass der Kollege am Flughafen oder am Seehafen durch die Massen an Containern gehen, das sind tausende Container pro Tag, und sagt, den Grünen hätte ich gern und die Gelben lassen wir heute mal durch. Also so funktioniert es natürlich auch nicht, weil die Öffnung eines Containers dauert Stunden. Der Container muss noch mal rausgezogen werden. Das ist auch mit Kosten verbunden. Das ist eine logistische Frage. Und die Kollegen werden sicher nicht ohne Hinweise und ohne Warnhinweise eine konkrete Warensendung aufhalten oder beim Export kontrollieren. Wir begreifen, mehr Kontrolle stört den reibungslosen Export. Und das ist politisch nicht gewollt. Wir fahren nach Dienstlaken, auf den Spuren eines weiteren Iran-Geschäftes im Schattenbereich. MCS Technologies, ein Röhren- und Zylinderhersteller, hervorgegangen aus dem Mannesmann-Konzern. Seit März 2013 pleite. 80 Mitarbeiter arbeitslos. 10 Jahre vorher hatten iranische Investoren das Werk gekauft. Wir besichtigen die Überreste der Traditionsfirma und dürfen uns sogar die verlassene Werkshalle ansehen. Hier soll es eine Spezialmaschine geben, die man zur Herstellung von Druckbehältern zur Urananreicherung braucht. Die Maschine steht noch da. Gut eingezäunt, damit sie nicht wegkommt. Aber die Maschine brauchen die Iraner auch gar nicht mehr. Sie wissen jetzt ja, wie sie funktioniert und können ihre eigene bauen. Auch auf dem Hof finden wir überall Druckbehälter, die man in der Atomindustrie gut gebrauchen kann. Einblicke in die Herstellungsweise dieser Produkte sind für das iranische Atomprogramm Gold wert, erzählt uns ein Gewerkschafter, der den Niedergang von MCS miterlebt hat. Wir vermuten, dass MCS lediglich von den Iranern gekauft wurde, um einen Wissenstransfer von Deutschland hin zu Iran zu organisieren. Woran machen Sie das fest? Wir machen das fest, dass nach Erwerb von MCS seitens des iranischen Eigentümers überhaupt keine unternehmerischen Aktivitäten entfaltet wurden, sondern man hat keine Vertriebsaktivitäten organisiert. Man hat eigentlich nicht das getan, was ein Unternehmen im Allgemeinen hin tut. Wie schätzt eigentlich die Wirtschaft die Gefahr solcher Geschäfte ein? Wir sind auf der Hannover Messe und haben uns die diskret gehaltene Liste der deutsch-iranischen Handelskammer in Teheran besorgt. Deutschland ist der wichtigste Handelspartner nach China und den Arabischen Emiraten. Ganz legal, trotz Sanktionen. Doch fast alle Versuche mit Managern der Firmen, die diese Geschäfte betreiben, über Moral zu sprechen, scheitern. Darauf sei man jetzt nun wirklich nicht vorbereitet. Nur bei einer Firma haben wir Glück. Krone Messtechnik.
Jahrzehntelang hat Krone seine Messgeräte auch in den Iran verkauft. An diesem Messetag wurde Krone von amerikanischen Politaktivisten im Internet dafür medienwirksam angeprangert. Der Pressesprecher lädt uns zu einem Gespräch in die Firma ein. In Duisburg empfangen uns die Geschäftsführer. Sie erzählen, dass Krone seit kurzem kein Iran-Geschäft mehr betreibt. Es sei ihnen zu heikel geworden und die Finanzierung zu unsicher. Man habe immer überprüft, ob die iranischen Kunden nicht auf einer Verbotsliste stehen. Trotzdem platzte Anfang des Jahres ein großer Auftrag aus dem Iran, weil keine Bank bereit war, den Verkauf der Messgeräte zu finanzieren. Die Krone-Manager nahmen das zum Anlass, grundsätzlich nachzudenken. Ethisch zu beurteilen, was ist gut und was ist schlecht. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Das Pflanzenschutzmittel, wo wir ein Messgerät liefern, zu einem großen deutschen Chemiewerk in der Nähe von Köln, bei Leverkusen, ist ein Messgerät, das im Prinzip ja ethisch ein gutes Messgerät ist. Ich mache Pflanzenschutz, ich ernähre die Menschen, alles. Der gleiche Prozess, der heute das Mittel gegen irgendwelche Insekten herstellen kann, kann auch ein Giftgasherstellung sein. Wie gehen Sie damit um? Wie geht man denn damit um? Indem wir versuchen sicherzustellen, dass wir die Applikation und die Kunden kennen und aus diesem Themenprinzip schließen können, was wird hier damit gemacht. Aber als auszuschließen ist das Thema nicht. Nun kann Krone den Verlust des Iran-Geschäfts durchaus verschmerzen. Es hat ohnehin nur ein paar Prozent am Umsatz ausgemacht. Der zuständige Wirtschaftsverband für den Maschinen- und Anlagenbau sieht die Sache grundsätzlich anders. Der Leiter der Exportabteilung Klaus Friedrich bedauert, dass der Iran-Handel durch die Sanktionen so stark zurückgegangen sei. Er berät Unternehmen, wie sie mit den Sanktionen umgehen können. Wer mit solchen rechtlichen Vorschriften nicht so zurechtkommt und erst vier Rechtsanwälte fragen muss und sich selbst dann noch nicht sicher ist, ob es in Ordnung ist oder nicht, der soll die Finger davon lassen. Der wird mit dem Geschäft nicht glücklich, das können Sie vergessen. Also das heißt, ein bisschen ja, Schruspe, ein bisschen Mut muss man als Unternehmer schon haben. Sie müssen entscheiden. Ja, Sie müssen eine Begründung haben. Ich habe gute Gründe, dass die Sache legal ist. Von mir aus das noch mit den Behörden abklären. Und dann muss die Sache in Ordnung sein. Und wenn Sie dann einen bösen Brief von irgendeiner Interessengruppe bekommen, dass Sie immer noch Iran-Geschäft machen und dann zurückzucken, dann lassen Sie es lieber gleich. In München begegnen wir einer solchen Interessensgruppe. Bei der MAN-Hauptversammlung demonstriert eine kleine Gruppe der Initiative Stop the Bomb. Keine Geschäfte mit dem iranischen Regime. Sie kritisieren, dass MAN über einen chinesischen Lizenznehmer Schiffsmotoren in den Iran verkauft hat. Auch das verstoße gegen den Sinn der Sanktionen, erzählt uns der Sprecher der Initiative Michael Sparney. Es sei eben nicht damit getan, zu verhindern, dass Atombauteile in den Iran gelangen. Die deutsche Industrie, wenn sie darauf angesprochen wird, sagt, sie hält natürlich Sanktionsvorschriften ein. Wir glauben, Stop the Bomb glaubt, dass diese Produkte, die Deutschland liefert, dem iranischen Regime nützen, um weiterhin seine Wirtschaft aufrechtzuerhalten und damit auch das Atomprogramm finanziell zu stützen. Die von uns befragten Aktionäre von MAN haben da deutlich weniger Skrupel. Sie stören sich nicht an Geschäften mit dem Iran. Es ist ganz blöd zu sagen, sie liefern keine Autos oder keine Waschmaschinen oder nach Iran mehr und die Leute brauchen sie da. Es hilft uns nichts und es hilft den anderen nichts. Wir leben ja davon. Also mit der Ethik habe ich es da überhaupt nicht am Hut. Macht Ihnen das was aus? Auch nicht. Nee. Auch nicht? Also solange die Dividende stimmt, ist das für Sie in Ordnung? Ja. Diese Haltung hat Tradition. Schon immer lockte das Öl. Iran war schon Anfang des 20. Jahrhunderts interessant für Deutschland. Wer in Teheran oder in Berlin und Bonn gerade regierte, spielte für die Wirtschaft nie eine große Rolle. So begann etwa Siemens in den 70er Jahren mit dem Bau eines Atomkraftwerkes. Nach der Revolution war Hans-Dietrich Genscher 1984 der erste westliche Staatsmann, der das Mullah-Regime besuchte. Diese Treue zahlt sich aus. So arbeiten in iranischen Fabriken fast überall deutsche Maschinen. Und noch vor ein paar Jahren machten die großen deutschen Konzerne bei Messen in Teheran gute Abschlüsse.
An diese Zeiten würde die deutsche Wirtschaft gerne wieder anknüpfen, so schnell wie möglich. Es geht auch um Wirtschaftsbeziehungen, an denen die Bundesregierung früher ein Interesse hatte, in Zukunft auch ein Interesse haben wird. Wir haben heute ein politisches Problem und wie es in 10 Jahren aussieht, weiß keiner. Und das, was heute kritisiert wird, kann und wird in 10 Jahren plötzlich wieder hoch gelobt, um die deutsch-iranischen Beziehungen oder die europäisch-iranischen Beziehungen dann auch zu fördern. Und wie gesagt, Embargo-Vorgabe, ja, gar keine Frage, gibt es null Diskussion. Aber das ist es dann auch. Halten Sie dieses Embargo für richtig? Kein Kommentar. Was aber passiert mit Menschen, die sich aus Überzeugung an die Sanktionen halten und auf die Sanktionsverstöße hinweisen? Wir schauen uns einen solchen Fall an. Es geht dabei wieder um den Bau einer Gaspipeline im Iran. Und wieder ist die Firma Dräger mit dabei. 2003 hatte Dräger noch keine Bedenken, Brandmeldeanlagen in den Iran zu liefern. Inklusive einer amerikanischen Software, die nach US-Sanktionen nicht hätte geliefert werden dürfen. Der Österreicher Sasan Azodi war damals freier Berater. Er hatte im Auftrag von Dräger diese Spezialsoftware gekauft. Als er bemerkte, dass die illegal in den Iran geliefert werden sollte, zeigte er Dräger an. Doch dann die Überraschung. Nichts geschah. Die Ermittlungen wurden schnell eingestellt und Azodi saß zwischen allen Stühlen. Ich musste diesen Fall sowohl den deutschen Behörden als auch den amerikanischen Behörden melden, weil die Software auf meinen Namen natürlich gekauft und lizenziert war. Und ich hätte natürlich diesbezüglich auch die volle Verantwortung übernehmen müssen. Durch diesen Streit habe ich natürlich meine Firma im Iran verloren, meine ganzen Kontakte verloren und ich musste auch natürlich mit Konsequenzen auch im Iran rechnen. Azodi zeigt uns weitere Unterlagen. Demnach hat sich Dräger in den USA sogar selbst angezeigt, wegen des Sanktionsverstoßes. Aber auch das interessierte die deutschen Behörden nicht. Sie sagen, das sei Sache der Amerikaner. Seit Jahren kämpft Azodi nun um seinen Ruf, bisher vergeblich. Ja, es ist seitens einer von diesen Staatsanwälten mir gesagt worden, dass er zuerkennt, dass man mir die Arschkarte zugeschoben hat. Aber ihm sind die Hände gebunden. Wir fahren noch einmal nach Hamburg. Nachdem wir gesehen haben, wie intensiv die Wirtschaftsbeziehungen mit dem Iran trotz Sanktionen immer noch sind, fallen uns im Stadtbild die Beispiele dafür besonders auf. Im Verein der Deutsch-Iranischen Handelskammer erzählt uns Geschäftsführer Michael Tokus vom Besuch eines hochrangigen iranischen Funktionärs im April. Iranische Politiker sind in Berlin wieder herzlich willkommen, selbst Revolutionsgardisten. Tokus ist Lobbyist in Sachen Iranhandel und als solcher wieder ein gefragter Gesprächspartner. Wir hatten insbesondere, sagen wir mal, vor 2 Jahren doch eine Menge verschlossene Türen in Berlin. Das hat sich deutlich verändert. Das Interesse ist höher und auch die Bereitschaft, zusammen mit Vertretern der Wirtschaft oder auch zum Teil mit iranischen Vertretern über Alternativen zum jetzigen Kurs zu sprechen. Die ist deutlich angewachsen. Wir haben gesehen, wie trickreich der Iran die Sanktionen umgeht und welche Unterstützung er dabei in Deutschland findet. Der Iran ist in den vergangenen Jahren der Atombombe ein ganzes Stück näher gekommen. Es gibt also keinen Grund, die Sanktionen zu lockern. Übrigens, der offizielle deutsche Handel mit dem Iran ist 2013 wieder deutlich gestiegen.